The tables are empty. The dance floor's deserted. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen Richard Weitze vorstellen zu dürfen. Viele von Ihnen haben seine Produktion natürlich seit vielen Jahren zu Hause im CD- oder Schallplattenregal. Denn Richard Weitze hat jahrzehntelang eine der entscheidenden, weltweit entscheidenden Firmen für die Wiederveröffentlichung von Country Music, Rock'n'Roll, Schlagern, interessanter Musik im Großen und Ganzen geleitet, Bear Family Records. Aber du hast Bear Family Records abgegeben, Richard. Das habe ich abgegeben, weil ich jetzt ja schon fast im Rentenalter bin. Ich bin ja schon 71. Du sagst ja, in den 70ern waren die sehr anspruchslos, allgemein die Platten, die man damals so im Country- oder Rock'n'Roll-Sektor kaufen konnte. Bis du angefangen hast, es wirklich bei einer Buchveröffentlichung, würde man sagen, bibliophil aufzubereiten. Diese Bear Family-Produktionen wurden ja im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer aufwendiger. Und es immer gab besser. Booklets, es gab Boxen. Manche Leute haben sich in die Bücher eher noch verliebt als in die CDs. Diese aufwendig gestalteten Bücher, ein großartiger Höhepunkt deines editorischen Schaffens, ist Black Europe. Ja, zwei gewaltige Boxen mit schwarzer Kultur in Europa vor 1927. Ja. Das sind Jahrhundertereignisse in Wiederveröffentlichung von Tonträgern und von auch optischen Dokumenten, Plakaten, Fotos und so weiter. Auch deine Calypso-Boxen, die du gemacht hast. Vorkriegs-Calypso 30er Jahre, Aufnahmen aus Trinidad und Jamaika. Kommt eine zweite, immerhin noch eine gute Nachricht. Dann diese Live-Reportagen aus dem Cotton Club im deutschen Radio Anfang der 30er Jahre. Also Tondokumente in so einer Art. Das war ja genial mit diesen Aussprüchen, dass da in York einer sagt, so, ich bin jetzt hier im Cotton Club. Ich sitze im Cotton Club und ich schaue in die aufgeregten schwarzen Gesichter des Publikums. In den Cotton Club durften aber nur Weiße. Denn du bist ja ein leidenschaftlicher Musikfan. Deine ursprünglichen Interessen waren Rock'n'Roll und Country-Musik. Also das, was auch ursprünglich mal bei Bear Family den Katalog ausgemacht hat. Ich stelle nur bei diesen ganzen Sachen immer wieder fest, was ich auch schon öfter gesagt habe, ich komme ja aus Bad Gandersheim und meine Mutter, die war so historisch gut drauf und hatte alle möglichen historischen Sachen im Kopf, schrieb mit dem Pastor irgendwelche Bücher über die Geschichte des Ortes, der 852 gegründet wurde, die Basis. Und ich habe die immer so ein bisschen veräppelt, um dann danach, ein paar Jahre später, festzustellen, eigentlich war ich den gleichen Mist auf anderer Ebene. Ja. Und darauf läuft und lief es hinaus. Und es macht schon Spaß, wenn du jetzt wirklich Sachen hast, was mir oft passiert ist. Du hast also jetzt einmal Marty Robbins zum Beispiel, dann machst du Aufnahmen und dann findest du plötzlich eine Aufnahme, die nicht dokumentiert ist. Und das ist natürlich dann, wenn du die dann veröffentlicht, das ist natürlich der Hammer. Manchmal, wenn ich so durch den Katalog, unseren Bear Family Katalog gehe und gucke mir dieses dicke Ding an und sehe dann manchmal, dann denke ich, meine Güte, hast du das alles wirklich gemacht? Wann hast du das gemacht? Yeah. Das ist die Frage, aber man kann solche Sachen eigentlich nur machen, wenn man wirklich Spaß hat. Und vielleicht 5%, was ich gemacht habe, ist Mist, aber der Rest steht. Na gut, aber 5% Mist ist eine fantastische Ausbeute. Jetzt reden wir viel über Dinge, die du mit Bear Family gemacht hast. Und natürlich sind die prägend. Wenn man an Richard Weitze denkt, denkt man an Bear Family. Aber du hast es eingangs gesagt, du hast die Firma abgegeben. Und du hast wahrscheinlich lähmende 10 Minuten verbracht mit der Frage, was mache ich jetzt? Und bist dann nach reiflicher Überlegung zum Thema gekommen, ich mache einfach weiter. Und hast ein neues Label aufgemacht, RWA, Richard Weitze Archives. Sprichst du es so aus? Sprichst du es Englisch aus? Ja. Und das ist zum Beispiel ein Projekt, das hätte ich mir vor vielen Jahren gewünscht. Denn alles, was darauf ist, habe ich in meiner Sammlung. Das sind historische Cab Calloway-Aufnahmen aus den frühen 50er Jahren, wo er hauptsächlich Hits anderer nachsingt, sogar Country-Hits. Aber natürlich seinen größten Hit mit diesem Mutscher auch noch machen muss, und zwar für Billig-Labels. Also eine Hit-Version von Jilted, sagen wir mal, von Red Foley kostet Summe X, preiswert gesungen von Cab Calloway kostet nur die Summe Y, und das war im Prinzip 49 Cent. Die Geschäftsidee damals beim Label Bell. Richtig. Du hast dir die Rechte gesichert und hast jetzt diese unglaublich seltenen Aufnahmen, die übrigens auch in Deutschland und der Schweiz damals herausgekommen sind, in einer Auflage von 20 Stück wahrscheinlich, die hast du dir gesichert und hast natürlich, wie es deine Art ist, qualitativ hochwertige, tolle 10 Zoll LPs davon gemacht. Jedoch ein interessantes Projekt, Billy Miles,
Ein Mann, der in der Lebensgeschichte von Johnny Cash eine große Rolle spielt. Eigentlich war er nur ein West Coast Country Sänger, ja, der bekannt war, aber nur so sekundär. Also er war nie in der ersten Reihe. Ja. Und 1958 hat er dann Demos an Johnny Cash geschickt, 6 Stück, ja, die er so im Johnny Cash-Stil gesungen hat. Und Cash hat von diesen 6 Liedern 1 aufgenommen aus seinem 3. Album. Immerhin. Und insofern werden die Leute begeistert sein. Und dann gibt es noch dieses 3. Projekt, Frankie Miller, A Letter Home from Korea. Erzähl uns da was. Das ist natürlich, sag ich mal, der Hammer. Das, der Frankie Miller, das ist der Frankie Blackland Farmer, ja, Frankie Miller. Der war dann da im Koreakrieg und wusste auch mit seiner Zeit nicht, was er machen sollte, und hat dann Lieder komponiert und hat die auf so einem kleinen, dieses Tonband, was du jetzt hier groß abgebildet, ja, siehst, das ist in der Wirklichkeit ja, das Original ist ja praktisch nur so groß. Ja, und hat das nach Haus geschickt und dann hat er da nie wieder was von gehört. Und das hat er jetzt vor kurzem wiedergefunden und hat, ja, gesagt, das wäre was für euch, und dann haben wir das aufgearbeitet und haben das gesagt, das ist eine Dokumentation, die ganz interessant ist. Das ist mein Grund so, sei es jetzt bei deinem neuen Label oder auch bei deinem alten Label, du hast ja sehr viel persönlichen Kontakt auch, ja, gehabt zu diesen Künstlern. Viele waren noch lebendig, als sie anfingen, sich mit dir zu unterhalten, und konnten auch aktiv teilnehmen an dieser Wiederveröffentlichung. Ja, das haben viele gemacht, und vor allen Dingen, man konnte sie also auch noch interviewen, mhm, und dass man also auch einen vernünftigen Input hatte, sodass man wusste, okay, es stimmt. Aber darüber hinaus, selbst wenn sie tot sind, muss man halt versuchen, vernünftige Liner Notes hinzukriegen. Mhm. A und B, natürlich auch eine gute Bilder, dass man vernünftig Bilder hat, dass es wirklich interessant ist, dass man da was hinkriegt. Aber viele Künstler empfanden das ja auch als eine eher besondere Art. Aber du kennst halt die Künstler, und die Künstler kommen auf dich zu und sagen, ich habe was Interessantes in, ja, den Schuhkarton in der Garage gefunden. Wenn es einer rausbringen kann, dann bist du es. Ja, ja, sag ich mal, Leute, die das zu würdigen wissen, auch Doris Day, die dann letztens noch im Radio das uns über den grünen Klee gelobt hat, was Dylan übrigens in seiner Serie auch getan hat. In seiner Sendung, ich habe es gehört, ja, ja. Aber das ist natürlich ganz schön, oder auch, ich habe ja, wir sind, glaube ich, 7-mal zum Grammy nominiert worden und 7-mal kein Grammy gekriegt, ist ja auch schon was. Ja. Mal sehen, vielleicht kriege ich ihn nächstes Jahr. Das ist dann noch Bear Family, weil da die Produktion, die ich da gemacht habe, im Moment bin ich für Bear Family gerade dabei, die Sache zu beenden. 20 CD-Box von der Louisiana Hayride. Ja. Und eine andere Sache, R&B in D.C. Und das ist natürlich der Hammer. In my heart, I'll always love just you.